Die beiden Insassen dieses Geldtransporters aus Dortmund sind am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem LKW vermutlich schwer verletzt worden. Der 46 Jahre alte Fahrer des gepanzerten Bullis wollte am Vormittag von einer Nebenstraße in Schwalefeld in die Ortsdurchfahrt einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Radlar kommenden LKW eines Containerdienstes. Es kam zur Kollision. Der 46-Jährige wurde ebenso wie seine 51 Jahre alte Kollegin ins Krankenhaus eingeliefert. Der 23 Jahre alte LKW-Fahrer aus einem Willinger Ortsteil blieb unverletzt. Neben der eigentlichen Unfallaufnahme hatte die Polizei in diesem Fall noch eine weitere wichtige Aufgabe. Wenn wie in diesem Fall sowohl Fahrer als auch Beifahrer verletzt werden, muss die Polizei natürlich alles dafür tun, dass das Geld nicht in unberechtigte Hände gelangt. Die Polizei bleibt also bei dem Fahrzeug, bewacht das Fahrzeug. Gleichzeitig wird das Sicherheitsunternehmen angerufen und die besorgen dann einen Ersatzfahrer, also Ersatzpersonal. Den Gesamtschaden an Wehrtransport und LKW gab ein Polizist an der Unfallstelle mit rund 40.000 Euro an. Feuerwehrleute aus Willingen und Schwalefeld reinigten die Upplandstraße, die während des Rettungseinsatzes vollgesperrt war.